1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Schön, dass ihr da seid. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Freitagnacht, Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Die Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live in der Nacht im Radio und im Fernsehen zu unterhalten? Die Frage stelle ich jetzt auch Joe. Und Joe ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Oh, eine Frau. Genau. Ich dachte, ein Mann. Heute heißen Frauen schon Joe. Ja, ja. Also eigentlich Josephine, aber ich meine, die sagen alle Joe und habe ich auch Joe gesagt. Wobei Josephine schon sehr schön klingt. Dankeschön. Ich hoffe, das funktioniert, weil ab und zu war jetzt gerade die Verbindung weg. Ja, du klingst auch so ein bisschen wie aus der Dose, aber ich kann dich gut verstehen. Also können wir es machen. Okay. Ja. Und also, was geht's denn? Du kannst mich jetzt richtig anschnauzen. Ich kann dich anschnauzen? Ja. Warum? Und mir den Kopf waschen, weil ich nämlich eine ganz schön blöde Kuh bin. Oh, das fängt ja gut an. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Ja, also sagen wir mal so, ich spiele sehr oft mit Männern. Du spielst oft mit Männern? Mit deren Gefühlen, ja. Mit den Gefühlen. Du brichst Männerherzen. Oft, sehr oft, leider, ja. Hast du was? Mir tut auch wirklich leid, ja? Aber ich tue es immer wieder. Warum tust du es immer wieder, wenn es dir leid tut? Ich merke mal halt schnell, dass, was sehr schnell, also ich bin meistens mit einem Mann dann schon mehrere Monate zusammen. Ja. Und dann ist es dann so, dass ich irgendwann merke, okay, er ist es nicht. Ja. Und lass ihn dann halt ganz schnell kalt absitzen. Und lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Genau. Obwohl der Arme sich in dich verliebt hat? Ja, also meistens ist es wirklich so, dass sie mich auch lieben. Ich kann wirklich von Lieben sprechen. Und hast du die Männer dann in diesen ersten Monaten dann auch richtig heiß gemacht und hast denen auch was vorgelogen? Eigentlich schon, weil man muss sagen, ich versuche auch immer am Anfang eine Beziehung aufzubauen. Sprich, also ich versuche wirklich alles Mögliche, obwohl ich schon fast weiß, dass es nicht funktioniert. Josephine, ja. Hast du Angst, dass dir jemand zuhört? Das klingt fast so, als würdest du flüstern. Nee, also ich habe nur ein bisschen Fenster aufgemacht, weil die Luft jetzt und so schlecht ist. Also. Gut. Ja. Also du spielst denen was vor, du tust so, als wäre das dann von Anfang an auch für dich die ganz tolle Sache. Genau. Mhm. Obwohl du eigentlich schon innerlich skeptisch bist oder weißt oder ahnst, das wird auch wieder nichts. Genau. Mhm. Du bist 23 Jahre, habe ich gesagt. Ja. Mit wie vielen Männern hast du so ein Spielchen bisher schon gemacht? Sechs Männer. Ja. Gibt es im Moment auch einen? Das ist mittlerweile so, dass ich mich schon gar nicht mehr verlieben möchte, weil ich immer Angst habe, dass ich schon wieder einen Mann date, das jetzt bricht. Mhm. Aber meine Frage war, ob es im Moment auch einen gibt. Nee, im Moment gibt gar nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe den letzten erst schon wieder das Herz gebrochen und es ist auch so, also ich habe wirklich noch guten Kontakt zu allen, weil ich das immer versuche, auf eine nette Weise abzubrechen. Ja. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie brichst du das ab? Sagst du denen dann von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere, ich liebe dich doch nicht, du bist nicht mein Nein, Typ? Also ich mache das wirklich so, ich bin da schon etwas hinterhältig. ich tue immer alles noch bei meinem Spiel auf dieses sehr nett sein. Mhm. Und anschließend, also ich sag mal so, ich mache gerade mit ihm Schluss. Eine Stunde später könnte ich genauso gut wieder ausgehen und mir geht's gut. Also. Mhm. Aber vor ihm tue ich natürlich, dass natürlich die Welt zusammenbricht und das tut mir so leid. Achso, vor ihm leidest du auch noch. Genau. Aber es geht dann doch nicht, so spielst du, dass man wieder zusammenkommt. Ja. Was bist du für eine durchtriebene Josephine? Ich weiß. Ich glaube. Was ist denn, sechs Männer, mit sechs Männern hast du das bisher schon gemacht. Und ganz viele, noch so nebenbei, die mich auch, wo ich auch weiß, dass sie mich verliebt sind, aber mit denen habe ich nicht angefangen. Du, sechs Männer, das heißt, das geht schon so ein paar Jahre, kann man sagen. Ne? Ja. Bist du denn irgendwann mal, das ist ja so typisch und klassisch, dass Frauen so drauf sind, Männer manchmal auch, bist du schon mal von einem Mann sehr enttäuscht worden, dass du jetzt quasi so Rache an dem gesamten menschlichen Geschlecht? Nee. Überhaupt nicht. Also bis jetzt muss ich mal sagen, irgendwie war ich schon immer ein bisschen beliebt. Ja. Ich habe jetzt nie irgendwie jetzt dieses Klischee gebrochen, das Herz, und ich rechne mich jetzt, aber das stimmt bei mir überhaupt nicht. Ja,
Bist du denn überhaupt heterosexuell? Ja. Ja, klare Aussage. Ja. Ja. Homosexuell und sonst was alles in Ordnung finde. Okay, müssen wir nicht immer dazu sagen. So genau. Politisch korrekt müssen wir nicht immer sein. Dennoch frage ich mich, was dich da treibt, was für ein Teufel dich da reitet. Also mittlerweile glaube ich vielleicht sogar, dass ich mich nicht verlieben kann oder dass ich mich lieben kann. Weil ach Quatsch, das glaube ich nicht. Also ich bin wirklich schon so weit daran, an das zu glauben, weil ich versuche es ja immer wieder, mich zu verlieben. Gab es denn früher schon mal eine Beziehung, die gut gelaufen ist, wo du sagst, das war alles so, wie ich es mir wünsche? Sagen wir mal so, ich hatte meine erste Beziehung, war auch sehr schön. Bitte? Meine erste Beziehung war auch sehr schön. Ja. Aber das war jetzt irgendwie, nach einer Weile habe ich, wie gesagt, vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche, ich weiß es nicht. Ja, aber, das sagt man auch mit den Ansprüchen. Also, ich versuche es mir immer irgendwie einzureden. Letztendlich, Joe, tust du den Männern übel, dafür seist du auch sehr gescholten. Aber was ja auch, wir beide unterhalten uns jetzt und das ist ja umso wichtiger. Du tust dir damit ja auch nichts Gutes. Nee, also das ist mir vollkommen klar. Das heißt gar nicht jetzt aus Männersolidarität rede ich, wasche dir jetzt den Kopf, sondern um auch dir da irgendwie vielleicht auf eine Schiene zu helfen, damit du besser rumkommst, sollte da irgendetwas passieren und du solltest das verändern. Nämlich damit du irgendwann vielleicht auch doch mal dich gut verliebst, solltest du gar nicht, das ist eine Frage der Disziplin, dass du dich gar nicht auf dieses Spielchen einlässt, auf das von dir selbst konzipierte Spielchen. Ich versuche es ja immer. Ich bin ja, wie gesagt, nicht immer nur ein, zwei Monate mit dem Mann zusammen, sondern wirklich tatsächlich über ein halbes Jahr. Gut, aber das habe ich verstanden. Aber du musst, da kann man sich doch wirklich dann selbst disziplinieren und eben den Männern oder dem Partner nicht gleich am Anfang sagen, dass man sich verliebt ist und denen da tolle Sachen vorspielen. Also das tue ich übrigens nicht. Also ich brauche schon meinen zwei, drei Monate, bevor ich mit einem Mann zusammenkomme. Mhm. Aber wie gesagt, also vielleicht, ich weiß, dass ich immer so ein paar Ansprüche habe. Die versuche ich am Anfang sehr zurückzustellen. Mhm. Zu sagen, okay, gibt sowieso nicht den Traummann. Mhm. Und dann aber nach den Monaten steigert sich das immer so stark, dass ich dann merke, okay, er ist es nicht. Mhm. Weil ich die Ansprüche zwar mal zurückgestellt habe, ich merke, ich brauche die aber dann doch. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dass ich das irgendwie sage, okay, ich kann das nicht mehr, ich kann jetzt dieses Nettigkeitsspiel von mir nicht mehr aufhalten und mache dann ad hoc Schluss. Ja. Und ich hab ein Problem. Ich muss mich irrsinnig anstrengen, dich zu verstehen. Ich weiß nicht, ob die Leute dich verstehen, weil es hat doch schon so eine seltsame Akustik. Aber die Problematik ist ja jetzt klar geworden. Ja. Ich glaube, dass du das alleine schaffst, dass du das durch, da ist ja ein Bewusstsein jetzt schon da bei dir. Du hast es mir jetzt alles so klar erzählt. Da ist ja auch ein schlechtes Gewissen bei dir. Ja, auf jeden Fall. So, also, das weiß ich ja total. Das ist ja immer die erste Voraussetzung, dass man etwas bei sich verändert. Das heißt, du musst jetzt peu à peu an dich rangehen und dieses Verhalten, welches dazu führt, was du gerade beschrieben hast, dass dieses Verhalten einfach runter trainiert wird. Nur so geht es. Es ist schlecht, weil ich glaube, wenn ich mich selbst therapiere, in Anführungsstrichen, dann ist es wirklich so, dass ich vielleicht immer eher das Gefühl habe, dass Männer nach meiner Optik gehen. Ja. Auch wenn ich im Nachhinein feststelle, dass sie mich doch wirklich vom Herzen noch lieben, akzeptiere ich das nicht. Also das würde ich das sehen, als würde ich, Vielleicht solltest du auch einfach mal einen Moment oder eine ganze Weile dich erstmal gar nicht auf eine Beziehung einlassen. Ja, also versuche ich ja gerade. Ja, das wäre sicherlich ganz gut. Und an die nächste Beziehung in einer ganz anderen Weise rangehen, als du es bisher getan hast. Vorsichtiger, ehrlicher vor allen Dingen von Anfang an. Und das einfach sich da mal entwickeln lassen. Und sobald du merkst hier, hey, das ist wieder so ein Verhalten, wie ich es sonst drauf habe, dass du dir dann gleich selbst auf die Finger haust und sagst, nee, das kann ich nicht so machen. Ja, aber dann ist es ja schon wieder so, dass ich sofort Schluss mache und das tut ja dann auch nicht. Also pass mal auf, die Leitung ist mir nicht gut genug für ein weiteres Gespräch. Ich würde dich aber gerne noch an meinen Psychologen weiterleiten. Okay. Ja, Josephine. Okay. Ich sage viel lieber Josephine als Joe. Ja. Du legst auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Okay? Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Was war das denn für eine Leitung, Mensch? Marlies, 51 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, hallo Domian oder wie auch immer. Wie du willst. Boah, jetzt habe ich heute das erste Mal versucht. Boah. Jetzt hatte ich jede Nacht mit meinen Katzen im Arm. Oder? Wie? Ja. Das erste Mal versucht und direkt durchgekommen? Ja, direkt durchgekommen. Spektakulär.
Spektakulär. Ja, ich auch. Ich höre von Leuten, die Jahre. 50 Euro gewonnen, da habe ich gedacht, mache ich mal weiter so. Was, 50 Euro gewonnen? Ja. Wo? Im Schuhgeschäft, habe ich gleich umgesetzt. Im Schuhgeschäft gewinnt man 50 Euro? Ja. Aus welcher Stadt kommst du? Warendorf. In Warendorf geht's so zu. Ja, jetzt hören sie mich alle. Aber ist egal. So, Marlies mit den Katzen. Ja, erst ging mir ganz schön die Düse, jetzt geht's ja. Ja. Ja, Marlies mit den Katzen, also. Und was ist das Thema von Marlies mit den Katzen? Ja, ich wollte dir nur sagen, ich lebe seit 1998 in einem Haus mit einem Lebensgefährten, wie auch, oder Lebensgefährten, Mitbewohner, wie auch immer, dem das Haus gehört, zusammen. Und wir haben uns in der Zeit 1, 2, 3, 4 Katzen angeschafft. Ja. Wir hatten noch nie sexuellen Kontakt. Oh. Keine Zärtlichkeiten ausgetauscht, noch gar nichts. Also eher eine WG als deine Lebensgefährte. Sollte eigentlich anders aussehen. Wir haben uns am Anfang super gut verstanden. Wir haben so viel unternommen. Nur eben, wenn es um Zweisamkeiten ging, da hakt es. Auch am Anfang kein Küsschen? Ja, das schon mal. Aber ein bisschen Sex und klein bisschen so. Gar nichts? Nee. Ein bisschen fummeln, nee. Auch nicht? Nee. Ja, ehrlich? Ach Jürgen, Mensch. Ja, wie kommt das? Nee. Wie kommt das am Anfang auch nicht? Ist er schwul? Nee, habe ich erst gedacht, aber ich habe den dann zu meinem Urologen geschickt, den ich kannte. Und der hat gesagt, er ist nicht schwul. Der war in den Griff und der holt sich heute noch immer Spritzen. Und ich weiß es nicht, er liegt 2 Zimmer weiter. Wie Spritzen? Für was? Also, ist er impotent oder wie? Ja. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Das hat er, nee, kannst du ja auch nicht, nee, wissen. Hat er dir das denn erzählt am Anfang, dass er impotent ist? Nee, ich habe das wohl gemerkt. Aber woran hast du es gemerkt, wenn es gar keine Zärtlichkeiten zwischen euch gab? Bitte? Ich sag, woran hast du das gemerkt, wenn ihr gar nicht intim geworden seid? Ja, man kann ja auch mal Zärtlichkeiten austauschen, ohne intim zu sein. Und aber das wollte er auch nicht. Ja, und wie hast du gemerkt, dass er impotent ist? Ja, wenn das nicht geht, dann geht's nicht. Also soweit war es dann doch schon mal. Ja, soweit war es dann doch schon. Ach so, na gut. Das. Ne, und dann daraufhin habe ich gesagt, dann geh doch mal zu dem und dem Arzt. Ja. Und das war es nicht. Ja gut, und jetzt liegen wir 3 Zimmer getrennt, auseinander getrennt. Ja. Ich mache den kompletten Haushalt. Ja. Ja, und also die 4 Katzen, das ist wirklich mein Ein und Alles. Daraufhin wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Und vielleicht versteht es ein Zuschauer, Zuhörer oder auch du, die sind wie meine Kinder. Und ich habe eigentlich keinen Ausweg. Du hast keinen Ausweg? Nee, habe ich nicht. Woraus? Weil ich war schon mit einer Katze mal weg und da bin ich wieder hierhin. Also was meinst du mit Ausweg? Ja, ich wüsste nicht, ich wüsste keine andere Richtung, die ich einschlagen könnte mit meinen 4. Was meinst du mit anderer Richtung? Einen anderen Lebensweg. Mhm. Aber das liegt ja jetzt nicht nur an den Katzen, sondern es liegt auch... Doch. Ja, klar. Ich kann keine 4 Katzen alleine unterhalten. Ach so. Und mein ganzes Geld, was ich hatte oder auch habe, mein Einkommen, habe ich hier reingesteckt. Ja. Also bist du quasi, insofern kommt dieser Lebensgefährte in Anführungszeichen jetzt doch wieder mit ins Spiel, bist du in einer gewissen Weise abhängig von ihm? Ja. Das heißt, ohne ihn läuft das mit den Katzen nicht? Nee. Du willst aber die Katzen haben, könntest alleine dir nicht irgendwo eine Wohnung nehmen und die ganzen Katzen finanzieren? Nee, erstmal haben die einen riesengroßen Garten und man kann Katzen nicht so einfach kleiner stellen. Also einer ist schon ziemlich verhaltensauffällig, als ich damals wegging. Und das Haus gehört auch deinem Da habe ich gar keinen Anspruch. Nein. Also wenn er wirklich mal, weil er auch trinkt und er ist auch ein Messi und ich weiß nicht was noch alles. Versteht ihr euch denn zumindest so als WG ganz gut? Nee. Auch nicht? Nee. Ich mache die Arbeit, ja gut, und... Kein Sex, keine WG. Im Prinzip ist es, wenn die Katze... Nee, ich kriege auch keine Anerkennung. Ich kriege eher, gedrückt, ne? Wenn die Katzen weg wären, wenn die Katzen nicht wären, wärst du weg? Wäre ich weg. Ich wäre auch mit 2 Katzen weg, aber nicht mit 4. Das ist natürlich eine Konstellation, die ist mir da ist mir unwohl. Ja, ne? Der ist mir wirklich unwohl. Ja. Also so sehr ich das nachvollziehen kann... Oder weiß, dass das so ist, dass Menschen sehr enge Verhältnisse zu Tieren, zu Katzen haben und das ein und alles, du sagst, das sind meine Kinder. Mhm. Aber der Preis, den du bezahlst dafür. Habe ich auch gedacht, der ist hoch. Ich habe auch schon mal gedacht, dass ich mir vielleicht, ich sag, das klingt jetzt blöd, so was für nebenbei, so zum Unterhalten, zum Ausgehen oder für Zärtlichkeiten suche. Aber ich habe es mal versucht, ich kann es nicht so. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht. Nein, der saubere Weg wäre natürlich, wenn du ein eigenes Zuhause hättest. Ein was? Wenn du eine eigene Wohnung hättest. Ja, aber was meinst du, ich kann mich nur kleinstellen, ich kann nicht so viel. Ja, aber so, entschuldige, weißt du, so klingt das wirklich, dass du so ein bisschen die Made im Spektrum bist. Ja, weil...
Weißt du, ist mal ein bisschen böse alles ausgedrückt. Ich habe aufgegeben, was ich hatte. Ja gut, aber du sagst, du magst den Mann. Letztendlich läuft, da läuft nichts. Da läuft noch, ihr harmoniert nicht mal als WG. Und du hast mir wie aus der Pistole geschossen gerade gesagt, wenn die Katze nicht wären, wäre ich weg. Ja. So, das ist ja schon eine Aussage, die ist hart. Ne? Aber ich bleibe bei dem Typ, weil der die Kohle hat und weil der ein großes Haus mit Garten hat. Ja gut, ich habe ja auch, also ich lebe hier praktisch, ne, und mein Taschengeld habe ich schon von mir. Du arbeitest gar nicht. Nee, ich habe ich habe Geld für mich. Ja, ja. So, also ich sag mal, ich mache hier 6 Stunden am Tag, wenn man so ein großes Haus bewerkstelligen soll, ist das schon eine Menge. Mhm. Ja, also bist du da irgendwie in der Sackgasse? Ja, ne? Ist Sackgasse. Ja. Tja. Habe ich auch schon hin und her über. Ich kann es mit 4 Katzen nicht. Also 2 könnte ich maximal ernähren, sag ich mal so. So, und wenn du 2 an sehr liebe. Nein. Ich darf es gar nicht aussprechen, nein, ich merke schon. Nein. Ich darf es gar nicht aussprechen. Was machen wir denn da? Ja, dann musst du da in deinem goldenen Käfig mehr oder weniger, in dem du da sitzt, musst du sitzen bleiben. Aber es ist nicht gut für die eigene Achtung, glaube ich. Nee, das habe ich heute Abend auch wieder so bemerkt, ja. So, dass eine Perspektive sein müsste, das muss ja nicht sofort sein, dass du doch auf eigene Beine kommst. Ach so, muss nicht. Ja, ja, weil ich denke immer sofort. Und nee, es muss ja nicht sofort sein. Mhm. Ne? Aber das wäre dann zum Lösungsansatz, wenn du sagst, okay, irgendwann, und ich habe das als Ziel vor Augen, löse ich mich aus dieser Konstellation, die nicht so ganz in Ordnung ist. Mhm. So würde ich sehen, Marlies. Mhm. So würde ich sehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Meine Liebe. Wie heißen denn die Katzen? Das muss ich zum Schluss noch wissen. Ja, bitte? Ich muss zum Schluss noch wissen, wie die Katzen heißen. Quentin, Puccino. Aha. Und? Also richtig Cappuccino, Puccino. Ja. Emilio, aha, genannt auch Muchacho. Aha. Und Gina. Und Lina. Gina. Gina. Ein Mädchen. Also alles so italienische Namen. Ja, Emilio ist auch italienisch. Ja, klar, Gina auch, ja klar. Auch, ne? Die beiden, das sind Maine Coons, die ersten beiden, so richtig schöne, riesengroße. Ja. Und die anderen beiden sind mir zugelaufen. Ach so. Ist so ein liebes Pärchen. Ja. Ja. So, Marlies, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Ne, die Richtung ist klar, finde ich, also von meinem Standpunkt aus gesehen. Ich hoffe, dass du die Kurve kriegst irgendwann. Ich würde es dir wirklich wünschen. Ja, ich hoffe mal. Alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 50 50, Freitagnacht, freie Themennacht bei uns. Wenn ihr mit mir reden wollt, streiten wollt, diskutieren wollt, was auch immer, ruft mich an oder mailt unter domian@wdr.de. Tom, 29 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Tom, hallo Domian. Hallo Tom, ich grüße dich. Hi. Was geht's bei dir? Keine Katzen. Keine Katzen? Nee, ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich bin in einer Beziehung, seit 6-7 Jahren, und verliere irgendwie so ein bisschen die Lust am Sex mit meiner Freundin. Mhm. Weil sie mir, klingt jetzt blöd, aber nicht meinem Ideal entspricht. Sie ist mir ein bisschen zu dick. Wie dick ist sie denn? Sie ist nicht, sag ich mal, eine Wuchtbrumme oder was. Sie ist, ja, ich kann, wie soll ich das sagen? Sag mal ganz einfach, wie groß sie ist und wie viel sie wiegt. Dann können wir uns alle ein schönes Bild von ihr machen. Ich würde mal sagen, sie ist so 1,70 und wiegt, würde ich mal schätzen, ich darf es ja nicht sehen, so um die 65, 70 Kilo. Ja, das geht doch noch. Ja, sicher, aber ich... Ist nicht gerade eine Bodenstange, aber ist ja okay noch. Na gut, aber ist es nicht so dein Geschmack, darum geht's ja. Richtig, ich verstehe mich mit dir wunderbar. Also ihr lebt auch zusammen, wohnt zusammen. Ja, sicher, ja. Mhm. 6-7 Jahre seid ihr zusammen. Mhm. Bist du denn in dieser Zeit ihr treu gewesen oder bist du schon mal ausgeschert? Nee, ich bin bis jetzt komplett treu, aber habe das Gefühl oder merke, dass ich ausscheren könnte. Mhm. Die Gedanken scheren schon aus. Richtig. Die Gedanken scheren schon lange aus. Ja, eben so seit einem Jahr ungefähr. Und wir haben auch seit einem Jahr überhaupt keinen Sex mehr miteinander. Ach so, gar nichts mehr. Das ist schon lang. Will sie denn auch nicht mehr? Sie würde gern. Sie sagt auch, sie fühlt sich nicht mehr begehrenswert und sie würde gerne. Und das heißt, sie fängt schon immer wieder mal an zu baggern, zu grabbeln und so. Und dann weißt richtig. Du dann weißt du sie ab, ich habe heute Kopfschmerzen oder sowas. So ungefähr, ja, genau. Mhm. Gibt das keine Spannung in eurer Beziehung, wenn du immer dann so reagierst? Doch, die gibt es schon. Also sie sagt auch, sie will eben sich begehrenswert fühlen und möchte wieder und was denn falsch wäre. Sie fragt mich auch, was los ist, warum nicht mehr und so weiter. Aber ich traue mich nicht, ihr zu sagen,
was wirklich der Grund ist. Mhm. Ich sage halt dann, wie du selber sagst, das ist dann die Migräne-Ausrede. Ausrede, irgendwas, ja. Mhm. Oder Stress, sagen die Männer auch gerne, nicht? Ne? Ja, ist Stress. Klar. Die Frauen haben Kopfschmerzen, die Männer sind im Stress. Ja gut, Ausreden bin ich nicht verlegen, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Nein, natürlich nicht. Wie war das denn früher? Hast du sie da mehr begehrt? War sie da dünner? Sie war eigentlich nicht dünner, aber ich habe sie mehr begehrt. Mhm. Und das gibt mir eben richtig zu denken. Ja. Weil ich einfach jetzt, vielleicht ist es auch die Alltagsroutine, ja, von anderen Frauen träumen oder denk oder sonst was. Mhm. Gibt es überhaupt noch den Fall, dass du beim Onanieren an deine Freundin mal denkst? Nie. Nie? Nie. Klare Aussage, klarer Fall. Ja. Man kann natürlich sein, wenn man sieben Jahre ist ja nur auch schon eine ganz schön lange Zeit, dass, ja, das natürlich, das ist ja bei ganz vielen Pärchen so, dass da eine Ermüdungserscheinung eintritt. Fast ist das ja schon so normal, was ich immer so höre. Ja, aber nur wenn jetzt, das normal ist, dann will ich mit dieser Normalität nicht leben. Ja. Es ist, glaube ich, ein Traum, dass man... Moment, weil das würde dann im Umkehrschluss sagen, es ist normal, dass man nach Minimum 7 Jahren fremd geht, und das möchte ich nicht. Ja, aber ich glaube, dass es schon normal ist, dass die Leidenschaft, je länger man zusammen ist, in der Regel nachlässt. Ich drücke es mal so vorsichtig aus. Und man von ganz großen... Dass man dann ein Jahr lang keinen Sex hat, das ist nein, auch nein. normal. Nein. Und dann, ja, wenn man in so einer Konstellation lebt, kann das auch dazu führen. Und es ein ganz großes Glück ist, wenn man einen Partner hat, auf dem man auch nach 10 Jahren noch so scharf ist wie am Anfang. Nun gut, aber lass uns mal die Theorie zur Seite legen. Aber lass mich nach der Theorie streben. Ja, gut, aber den findet erstmal so ein Partner. Ne? Das ist richtig, ja. Liebst du sie denn noch? Ja, absolut. Absolut. Mhm. So 100%. So, jetzt ist ein Fall bei euch eingetreten. Ich finde, dass da sind jetzt alle Warnleuchten eingeschaltet. Mhm. Ihr habt seit einem Jahr keinen Sex mehr miteinander. Deine Freundin möchte begehrt werden. Deine Freundin sitzt da auch im Frust. Deine Freundin hat permanent das Gefühl, der will mich nicht mehr. Der mag mich Richtig. Nicht mehr, der findet mich nicht mehr geil. Richtig. Ja? So, dieses, wenn das jetzt so weiterläuft, Tom, sage ich dir, führt das über kurz oder lang zum Bruch eurer Beziehung. Entweder scherst du aus, weil du dir was Neues suchst, oder sie ist so gefrustet und es passiert bei ihr etwas. Also muss irgendwie. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich erwische mich dabei, dass ich sage, ich wäre bereit, andere Wege zu gehen, aber mit ihr praktisch die nach wie vor tolle Beziehung, die ist wirklich toll, zu führen. Aber eben die sexuelle Basis so. Könnte ich anders regeln. Finde ich. Habe ich oft schon gesagt hier in der Sendung, finde ich ein gutes Modell, wenn beide damit einverstanden sind. Vor allen Dingen vielleicht auch mal für eine Weile. Hast du ihr das denn mal vorgeschlagen? Nee. So, das ist aber jetzt der nächste Punkt. Das Allerwichtigste, was jetzt bei euch passiert muss, ist das Gespräch. Das muss jetzt auf den Tisch. Du musst ja nicht gleich sagen, ich finde dich überhaupt nicht mehr geil oder so. Du musst sie ja nicht verletzen. Da kann man ja auch Worte finden, die das umschreiben, dass man sagt, man will einfach auch mal andere Erfahrungen machen, und ich glaube dir ja auch, wie du gerade gesagt hast, dass du diese Frau sehr und tief liebst. Absolut, so, ja. Und das sollte man ja eigentlich auch nicht wegschmeißen, nur der Sexualität wegen. Das heißt, sucht doch gemeinsam nach einem Modell, dass ihr beide zusammen sein könnt. Vielleicht findet ihr auch sexuell wieder zueinander, wenn mal jeder so ein bisschen auch noch woanders rumgeschnuppert hat. Versucht es einfach, aber um ein Modell zu finden, muss man erstmal den Mund aufmachen. Das heißt, du musst mit deiner Freundin sich zusammensetzen und sagen, pass auf, lass uns irgendeinen Modus finden. Ja, das Problem ist, dass es mir unendlich leid tun würde oder mir das Herz brechen würde, wenn ich ihr sage, warum ich kein Interesse mehr habe. Ich bin das erste Argument, was dann berechtigterweise von ihr kommen würde, wäre wahrscheinlich, abgenommen hast du die letzten 7 Jahre auch nicht. Mhm. Gut, ich sag's nochmal, du musst es ja auch nicht so krass sagen. Du kannst auch wenn ich nicht krass sage, also auch wenn ich sie sehr, sag ich mal, also egal wie ich sie sage, auch wenn ich sie sehr unkrass, sag ich mal, sage. Ja, vielleicht sagt sie dir auch. Es ist mir einfach unfair zu sagen, sie muss das akzeptieren, weil ich so denke,
sie sieht mich ja auch und ich bin auch nicht der Schlankste. Gut, Tom, aber vielleicht sagt sie dir das dann auch zurück. Vielleicht sagt sie dann auch, ja, pass mal auf, eigentlich fände ich auch besser, wenn du mal ein bisschen Sport treiben würdest, irgendwas machen würdest. Ja, aber sie fordert ja eigentlich nicht ein, dass ich schlanker werde. Sie fordert ein, dass sie nicht mehr begehrenswert ist, dass kein Text mehr da ist. Sie würde ja wollen. Gut. Du musst ja, ich sag's jetzt nochmal, du musst es ja nicht so sehr kaprizieren darauf, dass du sagst, hier, du bist mir zu fett oder ich mag dich nicht mehr. Geh doch einfach auf die Schiene und sag, dass nach 7 Jahren vielleicht auch ein anderes Bedürfnis noch da okay, ist. Okay, ja, okay. Ne? Du kannst sie ja erstmal auch noch ausklammern. Das ist, du kannst doch auch so argumentieren, dass du sagst, es ist doch normal, wenn man so viel miteinander zusammen war, so viel miteinander geschlafen hat. So ist es halt bei mir, kannst du ihr dann so sagen. Ja, okay, ja. So, aber und taste doch erstmal vor, wie sie so drauf ist. Vielleicht springt sie an und sagt, ja, komm, wir machen mal, wir lassen uns auf ein Experiment ein. Aber tut was. Wenn ihr jetzt nichts weiter tut, geht eure Beziehung kaputt, ich garantiere es. Das stimmt, glaube ich dir gerne. Das glaube ich, ja. Richtig. Ja. So, und das ist ja schon ein erster Schritt für dich, jetzt hier anzurufen und hier auch so in einer Öffentlichkeit darüber zu beraten. Dann kannst du auch mit deiner Freundin darüber beraten. Ja, stimmt, ja, hast du recht. So, dann mal zu. Und dann hoffe ich, dass er irgendwas macht. Einfach mal versucht. Stimmt, ja. Tom, alles Gute. Prima. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Steffi, 23 Jahre. Hi. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Da ist auch noch ein David, ne? Ja, genau. Das steht hier bei mir im Computer. Genau. Ist das dein Freund? Ja, genau. Der ist 22. Ja, genau. Aber erstmal zu dir. Genau. Um was geht's denn, Steffi? Also ich möchte gerne mit dir über den Orgasmus sprechen. Oh, über den weiblichen Orgasmus. Ja, genau. Ja. Und zwar habe ich noch nie einen gehabt. Und noch nie? Nein, noch nie. Niemals? Auch nicht früher und nein, mit anderen Partnern? Nein. Wie lange bist du mit David zusammen? Ein knappes Jahr. Mhm. Und wir haben eigentlich sehr regelmäßig Sex, auch sehr guten Sex. Und ja. Wir haben uns auch schon sehr oft zusammengesetzt und darüber halt gesprochen, warum das so ist, weil er ja auch das Problem hat, dass er denkt, dass es an ihm liegt und... Mhm. Liegt es an ihm? Nein. Nein. Definitiv nicht? Definitiv nicht. Du liebst ihn, du findest ihn attraktiv, du findest ihn begehrenswert, das ist alles wunderbar. Ja, und wie. Und du hast ihm, das ist ja schon mal ganz gut, auch nie irgendwie was, setze ich es mal voraus, auch nie irgendwas vorgespielt? Nee. Nee, das Problem ist einfach, dass ich denke, dass es halt an mir liegt, weil wenn ich selber versuche halt, mich selbst zu befriedigen, dann höre ich schon nach 3 Minuten auf, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Mhm. Und mein Vater hat mich mal mit 14 erwischt und ich glaube, das ist wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, dass bei mir dann irgendwann, wenn ich mich selbst befriedige, dass ich dann einfach... keine Lust mehr habe, dass ich dann einfach... Ist es so, dass du aufhörst, weil du keine Lust mehr hast, oder hörst du auf, weil du Angst vor der Lust hast? Nee, ich glaube einfach... Kein Bock mehr. Nee, genau. Mhm. Da ist dann irgendwann, also ich gehe da ran und freue mich drauf und fange dann an und dann irgendwann kommt nach einer sehr, sehr kurzen Zeit eine Phase, wo ich sage, oh... Ja. Stopp, halt, ich habe keine Lust mehr. Ist das denn auch so, wenn du mit David schläfst, dass du auch dann irgendwann keine Lust mehr hast? Nein, also schlafen könnte ich mit ihm immer und so lange, wie es geht. Und ich genieße das auch. Also. Ja. Und da habe ich auch die Blockade nicht mehr ganz so schlimm. Also ich habe das mal gemerkt, dass er mich befriedigt hat, dass ich dann gemerkt habe, oh, halt, stopp, weiß ich nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ja, so in etwa. Sogar da, bei ihm, dass da auch der Punkt kam, ich habe keine Lust mehr. Ja, aber das ist eher selten gewesen, das hatte ich erst 1-2 Mal. Mm-hmm. Gib mir noch mal den David kurz. Ja, mach ich. Hallo. Hallo David. Hallo Domi. Grüß dich. Ich stelle mir das sehr schwierig für dich, die Situation. Wie gehst du damit um, dass es eben so abläuft bei Steffi, wie sie es gerade beschrieben hat? Kann ich dir auch nicht beantworten. Ich komme mir halt irgendwo ein bisschen komisch vor, weil... Sind da schon so Gedanken, auch wenn sie 10-mal sagt nein, dass du denkst, du bist doch schuld? Ja, ich glaube schon. Also ich mache mir da dann eher so meine eigenen Gedanken und sage mir dann, vielleicht bin ich nicht so gut, aber sie sagten halt, ja, der Sex läuft schön, aber...
Also nee, glaube ich da nicht dran. Sie hat ja gerade so spontan auf meine Frage schon mit ich habe ja fast ihr Strahlen im Gesicht gehört, dass sie dich sehr lieb hat, dass sie dich sehr attraktiv findet und dass sie dich sehr begehrenswert findet. Das nehme ich ja ab. Das habe ich rausgehört. Das war sehr ehrlich, als sie es gesagt hat. Ich glaube, also nach den paar Minuten, wo wir es gerade geredet haben, habe ich auch wirklich den Eindruck, dass das ein Steffi-Problem ist und kein David-Problem. Ja, aber irgendwo ist es natürlich mit dem Gedanken. Ja, klar. Verstehe ich. Würde ich auch. Ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. Aber man muss sich immer wieder dann doch auf den Boden der Realität zurückholen und vielleicht auch jetzt von außen durch meine Person zurückholen lassen. Die Sexualität, die ihr praktiziert, ist die vielfältig? Ist die locker? Versucht ihr alles Mögliche, alle möglichen Stellungen und Spielereien? Und wir versuchen alles. Alles? Ja. Alles, was so läuft? Ja, wir probieren alles aus. Mhm. Was möglich ist oder überall. Ja, das heißt also, da muss man jetzt gar nicht sagen, probiert doch das mal oder jenes, da seid ihr schon selbst sehr fantasievoll und ihr macht das. Ja. Ja. Also ich sag's nochmal, David, ich glaube, ich werde jetzt mit Steffi noch weitersprechen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das ein Steffi-Problem ist. Versuche das wirklich dir auch immer wieder vor Augen zu halten, nicht, dass noch ein neues Problem entsteht, dass du nämlich dir da irgendwie einen Kopf machst und dann noch ein Störfaktor reinkommt, weißt du? Die Gefahr besteht nämlich jetzt auch noch. Jetzt gib mir mal die Steffi zurück, David. Okay, tschüss. Danke. Ja. Hast du mitgehört, was ich gerade mit? Genau. Ja. Ich vertrete ja immer die These, Steffi, dass ich glaube, dass Frauen sich richtig schön, gut und lustvoll selbst befriedigen müssen können müssen, um auch dieses in einer Partnerschaft zu erleben. Jetzt hast du diese üble Erfahrung gemacht damals. Dein Vater hat dich erwischt bei der Selbstbefriedigung. Ja, genau. Wie beschreibt man die Situation? Na, ich lag halt auf dem Bett und mein Vater kam halt rein und meinte, was machst du denn da? Und da habe ich gesagt, ja, nichts. So. Und das Thema wurde halt bei uns nie wieder angeschnitten. Mhm. Also er hat dich aber nicht ausgeschimpft oder dich blamiert irgendwie? Nein, gar nicht. Es war nur für dich Thema ein Schock. Er hat einfach ignoriert und überhaupt das Thema Sex wurde überhaupt nicht angesprochen. Ich bin nicht aufgeklärt worden. Und für mich war dann immer dieses Gefühl, Selbstbefriedigung ist falsch. Mhm. Wie alt warst du da, als das passiert ist? 14. Mhm. Selbstbefriedigung ist nicht falsch. Ja, das weiß ich mittlerweile auch. Ja. Und ich habe dazu auch richtig schon viel dazugelernt. Ja. Aber schon alleine die Frage, wie befriedige ich mich richtig selbst so, dass es mir gefällt. Mhm. Weil selbst da habe ich schon Probleme, wenn ich das selber mache, dann weiß ich nicht, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Ja. Also wenn David das macht, ist das was anderes. Da weiß ich genau, was ich will und was ich nicht will. Ich hatte ja gestern eine Anruferin, ich weiß nicht, ob du gestern die Sendung gesehen hast. Da war ja eine Anruferin, die, ich will jetzt hier keine praktischen Tipps abgeben, aber man kann es ja mal erzählen, die sehr viel Spaß mit ihrem Duschkopf hatte. Ja, das habe ich gehört. Ich meine, kann man sich ja mal vielleicht irgendwie überlegen. Ja, ich glaube, das finde ich schon alleine, weiß ich nicht, das ist irgendwie, glaube ich, weiß nicht. Ja, gut, das muss auch nicht so sein. Nee. Also, ich finde, dass du auf diesem Wege, was passieren müsste. Ja. Jetzt überlege ich gerade, wie man das machen kann. Offensichtlich ist das ja sehr, sehr kompliziert und sehr eingebrannt bei dir, dass dieses Gefühl der Lustlosigkeit kommt, wenn du irgendwie zugange bist. Ja. Und das kann man ja auch nicht verordnen. Nee. Du hast dich auch schon sehr viel damit beschäftigt, mit dem Thema Selbstbefriedigung? Hast du auch so, Ja, mit David zusammen, ne? Wir haben uns sehr oft zusammengesetzt und haben halt überlegt, wie können wir das jetzt auf den Weg schaffen. Ja. Ich meine, das ist ja auch so, wenn er onaniert, habe ich kein Problem damit. Mhm. Das ist für mich selbstverständlich, ich finde es schön, das freut mich. Und da habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich das vor ihm machen soll oder sollte, das kriege ich nicht hin. Das ist mir peinlich, ich weiß nicht, ich schäme mich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt zwei Ideen. Ich weiß nicht, gibt es bei euch, bei dir in der Gegend, ich weiß nicht, von wo du anrufst, gibt es da ein Frauenbuchladen? Ein Frauenbuchladen? Ja, ein Frauenbuchladen. Also Buchläden, ja, aber ob es Frauenbuchladen? Überleg mal, ob du einen findest. Und dann gehst du, wenn es so etwas gibt, gehst du da mal hin. Und es gibt viele interessante Bücher und Literatur über die weibliche Selbstbefriedigung. Gute Sachen, nicht irgendwie ein theoretisches Zeug. Da würde ich mich mal beraten lassen von den Mädels und mir das eine oder andere Buch mal besorgen. So, das ist das eine. Sofern ein Buch da helfen kann. Aber manche Sachen sind schon ganz, ganz schlau, die da beschrieben wurden. Das andere ist, wenn das so doch gravierend ist, würde ich dir raten, mal für 1, 2, 3 Mal, nicht groß Therapie und sowas, sondern für 1, 2, 3 Mal zu einer psychologischen Beratungsstelle zu gehen.
Da würde ich dir gerne gleich mal über meinen Psychologen eine Kontakttelefonnummer und Adresse übermitteln. Ja. Ich glaube, das wären so die beiden Sachen, die ich euch jetzt so hier im ersten Moment sagen könnte. Mhm. Sicher kann mein Psychologe dir auch noch seine Sichtweise sagen. Ja, gerne. Ja? Mhm. Irgendwie müssen wir es doch schaffen, ja, dass ihr beide richtig Spaß bekommt. Und ja, das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir in unserer Beziehung haben. Ja. Vor allen Dingen, ich habe ja gerade schon zu David gesagt, nicht, dass er sich auch noch jetzt im Kopf macht. Mhm. Ne? Und dann ist alles irgendwie problematisch und verkrampft und weiß ich was. Mhm. Er ist nicht schuld, ne? Sagen wir nochmal. Nee, das ist klar. Definitiv nicht. Nee, auf alle Fälle nicht. Ja. So, meine Liebe, du legst auf. Wir, das heißt, Johannes ruft dich gleich wieder an. Alles klar. Alles Gute. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Jo, Grüße an David. Tschüss. Danke, tschüss. Die Nathalie ist hier. Guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen, Nathalie. 18 Jahre alt. Mhm. Mit schlechter Leitung, oder? Na? Ja, kann sein. Nathalie, was ist los? Um was geht's? Also bei mir geht's um den Tod meines Vaters. Mhm. Wann ist dein Vater gestorben? Also das war vor 9 Jahren. Ja. Und der hat Selbstmord begangen. Mhm. Ja, und das hat also so angefangen, dass ich bei meiner Mutter im Bett geschlafen habe, also ich war ja erst kurz vor, als ich 10 wurde. Ja. Ja, da habe ich mal bei meiner Mutter noch geschlafen, mhm, in ihrem Ehebett. Mhm. Und mein Vater war sehr oft weg, der war Alkoholiker. Mhm. Ja, und an diesem Abend hat er so, geht so, jedenfalls haben wir 2 Flaschen Wein gefunden, hat er also getrunken. Mhm. Ja, und dann hat es angefangen in der Wanne, der hat so einen dicken Ring auch angehabt, früher so mit so einem Totenkopf drauf. Ja. Und dann hat das angefangen, wir wurden dadurch wach, dass die ganze Zeit dieser Ring gegen die Wanne geknallt hat. Badewanne. Ja, gegen die Badewanne. Ja. Und dann, wir haben noch darüber gelacht, meine Mutter und ich, weil der hat auch früher immer sehr viele Späße mit dem Tod gemacht und man sollte ja keinen Spaß mit Tod machen. Ja. Weil mit dem Tod spaßt man nicht eben. Mhm. Ja, und da hat meine Mutter eben gedacht, der macht wieder nur Spaß. Mhm. Deswegen haben wir gelacht und so weiter und dann nach einer Stunde wurde es auf einmal still. Mhm. Ja, und dann musste meine Mutter auf die Toilette, es war gegen 2 Uhr. Mhm. Und dann hat sie ein Messer genommen und hat in den Schlüsselloch, das sind noch diese alten Schlüssel da, die man noch rausholen kann. Ach so, weil er abgeschlossen hatte von innen. Ja, der hat abgeschlossen. Ja, ja. Und dann hat sie den Schlüssel rausgeholt, hat Zeitung drunter gelegt unter die Tür. Ja. Und hat den Schlüssel dadurch rausgeholt. Ja, ja. Dann hat die Tür aufgemacht und hat nur noch höllisch geschrien. Mhm. Ja, und dann bin ich da hingelaufen, weil ich wusste nicht, was los war. Mhm. Ja, und dann habe ich nur noch gezittert, konnte nichts mehr sagen, konnte nichts mehr denken. Ja, und dann haben wir es nur noch gesehen. Dann habe ich meinen Bruder geweckt. Ja, was habt ihr denn da gesehen? Was ist denn da passiert in der Badewanne? Ja, da lag mein Vater eben, blau angelaufen. Mhm. Mit dem Gürtel um den Hals und tot eben. Im Wasser? Nicht im Wasser. Das sind diese ganz alten Badewannen noch gewesen mit so für alte Leute, wo man sich festhalten kann. Das heißt, er hat sich erhängt dort? Ja, er hat sich erhängt. Ach so. Und ist dann, es gab dann offensichtlich einen Todeskampf und während dieses Todeskampfes hat er mit dem Ring gegen die Wanne geschlagen. Ja. Als ihr das gehört habt und habt noch gedacht, das ist ein Scherz oder ein Spaß. Ja. Mhm. Wie alt war dein Vater? Der war 39, 40. Ja. Weißt du, warum er das getan hat? Wisst ihr das? Nee, die Frage stelle ich mir heute noch. Er hat nichts hinterlassen, keinen Brief? Nein. Der musste einen Tag später, wollte er also nach Russland. Mhm. Weil wir kommen ja aus Russland und der wollte wieder dahin, weil meine Eltern sich nicht mehr so gut verstanden hatten. Ja. Ja, und dann hat er eben getrunken und hat sich diesen Entschluss gefasst. Wie lange wart ihr vorher schon in Deutschland gewesen? Das war ein Moment, vor 9 Jahren, 6 Jahre. Mhm. Kann das sein, dass er verzweifelt war, und weil er hier nicht Fuß fassen konnte und sich vielleicht auch nicht so einleben konnte? Nee, der mochte Deutschland. Der hat gesagt, er kommt hier nicht klar, dies und das. Aber er wollte ja auch nach Russland. Mhm. Deswegen verstehe ich das ja auch nicht. Nein, ich sag, warum wollte er wieder zurück? Ja, weil er hier auch nicht klargekommen ist. Ja, das meine ich. Mit der Sprache. Ja, also das meinte ich ja gerade. Dass es vielleicht daher kommt, dass er einfach keinen Zugang zu dieser Welt hier gefunden hat. Und dann zu dieser Reaktion dann oder zu diesem Entschluss gekommen ist.
Das Ganze ist 9 Jahre her. Ja, wird jetzt im April 9 Jahre. Das hat natürlich dann, hast du Geschwister auch noch? Ja, ja, den Bruder. Bruder, hast du gerade gesagt, genau. Mhm. Das hat doch dann eure Familie völlig erschüttert Nee, mein Bruder, also der redet da gar nicht drüber, so, weil der hat ihn ja auch nicht so richtig gesehen. Der hat nur einen kurzen Blick da so gemacht. Und wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist hier, wird jetzt 24. Ach so. Also ja. älter als du. Mhm. Ja, also der hat die Feuerwehr und alles gerufen, die Polizei. Wie ist deine Mutter damit umgegangen? Schlimm. Ja. Also die hat es eigentlich so nicht gezeigt, aber ich habe schon gemerkt, dass sie damit nicht klargekommen ist. Aber sie ist dann auch in Deutschland geblieben? Ja, wir sind in Deutschland geblieben. Gab es denn da so eine Überlegung, dass ihr gesagt habt, jetzt ist so eine Katastrophe, so ein Unglück passiert, wir gehen wieder zurück nach Russland? Das nicht. Da ist nicht so ein gutes Leben wie hier. Ja. Also ihr seid, das kann man sagen, so eine Spätaussiedlerfamilie, ne? Wie bitte? Ich sag, man kann sagen, dass ihr so eine Spätaussiedlerfamilie seid. Ja. Ja. Hast du denn in diesen Jahren oft mit Menschen drüber sprechen können, über dieses Unglück? Ja, also es wissen nur 3 Leute, also mein Freund, meine Mutter und meine damals beste Freundin. Ja, denn ich kann mir vorstellen, dass gerade für so ein, du warst ja noch ein kleines Mädchen mehr oder weniger, dass das ein unbegreiflicher Schock ist, den Papa dort tot zu sehen. Und wie war denn deine Beziehung zu deinem Vater früher? Meine Beziehung war sehr gut. Also schon so ein Mama-Mädchen, so ein Papa-Mädchen warst du. Ja, so beides. Ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden. Ja, ja. Gehst du oft zu seinem Grab? Ja, geht nicht. Wir sind umgezogen und wenn ich mit der Bahn fahre, das sind schon fast 2 Stunden entfernt. Das lohnt sich schon, aber. Ja, aber das macht man da nicht so oft, das ist auch klar. Ja. Entweder ich gehe an seinem Geburtstag oder an seinem Todestag dahin. Aber du hast ihn im Herzen und denkst oft an ihn. Ja. Ja. Und sprichst du mit der Mutter denn jetzt ab und zu auch noch mal darüber oder geht das jetzt immer noch nicht? Doch, wir sprechen schon so darüber, aber nur, wenn meine Mutter was getrunken hat. Ja, und da war ja noch eine Zeit so, als er gestorben war, da konnte ich das irgendwie nicht so richtig fassen. Da habe ich immer noch seine Gegenwart gespürt. Also, dass ich ihn noch gesehen habe und so auf der Straße auch. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn 9 Jahre jetzt vergangen sind, dass man sich immer den Kopf macht, immer die Überlegung hat, was war los, warum hat das gemacht? Ja. Ne? Hast du manchmal so ein klein bisschen auch Zorn auf ihn, dass er euch verlassen hat, dass er keine Nachricht hinterlassen hat, überhaupt, dass er euch verlassen hat, dass er euch das angetan hat? Also mittlerweile bin ich nicht mehr sauer auf ihn. Also vorher war ich schon sauer. Warum er das getan hat und warum er uns verlassen hat, er hat seine Pflicht als Vater nicht erfüllt. Also auch Kritik, ne? Bei aller Trauer auch Kritik und Kopfschütteln irgendwie. Was ist das? Was kann einen Menschen dazu veranlassen, eben seine ganze Familie zu verlassen? Ja. Die ihn ja dringend benötigt hätte, ne? Gerade jetzt hier in der Fremde und im neuen Leben und so weiter. Traurige Geschichte, Nathalie. Traurige Geschichte. Ja. Wie geht es dir denn? Hast du denn einigermaßen Fuß gefasst? Wie sind deine Pläne? Hast du einen Job oder gehst du noch zur Schule? Ja, im Moment habe ich nichts, aber ich bin dabei, jetzt bald eine Ausbildung anzufangen. Ah ja, das ist gut. Als was? Ja, weiß ich noch nicht. Also am 5. jetzt habe ich einen Termin für so einen Test, für was ich geeignet bin. Also, was wäre dein Wunsch? Was würdest du gerne machen? Wenn's so im Büro oder so. Im Büro, ja. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das klappt, Nathalie. Okay, und alles Gute für dich und deine Familie. Dankeschön. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Peter, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo Peter. So, ich hatte ein dickes Problem. Ich hatte vorhin was erzählt gehabt. Ich hatte so ein starkes Problem. Ich trage Damenunterwäsche. Du trägst Damenunterwäsche? Ja. Ja, ich stehe gerne auf Deutsch gesagt für Transsexuelle. Du stehst auch auf Trans. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen, sonst verstehe ich nicht. Ja, Du trägst gerne Damenunterwäsche? Ja. Und du stehst auch auf Transsexuelle? Ja, genau. Bist du in einer Beziehung? Ja, ich bin verheiratet. Ja, weiß deine Frau davon? Nein, das ist das Problem. Ah, so. Wie lange machst du das schon? Wie lange stehst du schon? Hast du so dieses Interesse? Fast 1 Jahr. Ach, das ist aber noch nicht lange. Ja. Und vorher war alles ganz normal? Ganz normal.
Und vor einem Jahr plötzlich hat es Klick gemacht bei dir und du stehst auf Damenunterwäsche und ja. Wie kommt das? Das weiß ich auch nicht. So, bei mir Blick gekommen, weil ich weiß auch nicht, auf einmal, wenn ich sie, zum Beispiel, ich habe Laden besucht, überall so, wo Transsexuelle sind. Hm. Und dann bin ich da reingegangen, dann bin ich reingeguckt, da sind, ich habe dir gesehen, die Damenunterwäsche, mit, auf Deutsch gesagt, so, wird die da unten anhaben. Ja. Das hat mir gut gefallen. Ja gut, das hast du ja vorher auch schon bei deiner Frau gesehen. Ja, aber ja, weil wir fast 2 Jahre keinen Sex mehr hintereinander haben. Ja. Und deswegen habe ich so dicke Probleme. Jetzt sagst du meine Frau, ich gehe arbeiten. Ja. Normalerweise gehe ich ja nicht arbeiten. Mhm. Das ist das Problem. Wenn er das erfährt, dass ich so seine Unterwäsche wegnehme. Also ihre Unterwäsche wegnimmst? Ja. Mhm. Dann wird es schon ein dickes Problem geben, dann geht mein Ehe kaputt. Aber das ist ja schon seltsam. Also du gehst in ein Lokal, wo Transsexuelle sind, du hast lange keinen Sex gehabt und fährst auf die Leute ab. Okay, kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Aber wenn man so lange vorher keinen Spaß an solchen Kleidungsstücken gehabt hat, das wundert mich schon, dass du dann plötzlich auch auf Damenunterwäsche abfährst. Was heißt das denn konkret? Heißt das, dass du die schön findest an Frauen oder an Transsexuellen oder trägst du sie selbst auch? Und ich träg das selber auch. Du trägst sie selbst auch? Mhm. Ja, genau. Und deswegen habe ich das Problem. Ich habe Angst. Das heißt, wir haben das Angst, dass ich habe Angst, dass mein Ehe, wenn das meine Frau das rauskriegt, mhm. dass ich sowas mache. Wann trägst du die Damenunterwäsche dann? Das heißt, seit wann oder wie lange? Nee, wann du die trägst? Immer abends. Immer abends? Ja. Ab 23, 24 Uhr. Mhm. Weil die Frau dann weg ist? Nee, Frau ist auch zu Hause. Ja. Und ich sage, ich gehe arbeiten. Mhm. Dann nehme ich den Auto, dann gehe ich so. Seite auf ein bisschen spazieren. Ja. Ich stehe auf die Straße, gucke ich mal da. Du gehst da mit Damenunterwäsche auf die Straße? Ja, fast ja. Ich habe normale Männerklamotten an. Ja. Wenn ich auf die zur Parkplatz bin, ja. dann ziehe ich dir meine Klamotten aus. Ja. Und dann habe ich die Damenunterwäsche an. Ist das denn so ein Sextreff-Parkplatz? Oder? Ja, genau. Ach, ja, sowas. Ja. Ja. Und ich kann dich so schlecht verstehen, deswegen entschuldige, wenn ich ein paar Mal doppelt frage. Nimmst du die Damen, die Unterwäsche von deiner Frau oder kaufst du dir die auch? Manchmal kaufe ich auch. Ja? Und wo versteckst du die dann? Das darf doch deine Frau nicht finden. Ja, ich verstecke mal manchmal ein Auto. Mhm. So Steckbereich, so Verbandkassen so und so. Ja. Und manchmal auf Keller oder sowas. Ja. Wenn ich abends rausgehe, dann gehe ich kurz Keller rein, da hole ich die. Ja. Wenn ich am Parkplatz bin, dann ziehe ich die wieder an. Das ist bei mir die Krankheit. Ja. Trägst du auch BH? Ja. Auch. Hm. Was macht dich das an, wenn du die Sachen trägst? Ja, genau. Das zieht mich so an. Ich weiß auch nicht, warum. Also es erregt dich sexuell auch? Ja, genau. Hm. Wie oft hattest du jetzt schon Sex mit einem Transsexuellen? Zweimal schon. Dreimal. Hm. Lass uns über deine Ehe sprechen. Die Ehe scheint nicht sehr in Ordnung zu sein. Nein, ist sie auch nicht. Hm. Über längere Zeit hast du keinen Sex mehr mit deiner Frau? Fast circa 2 Jahre schon. 2 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja, deswegen. Ja. Ja, meinst du deswegen? Du meinst, wenn der Sex mit deiner Frau gut wäre, dann wäre es nicht so dazu gekommen? Ja, das ist die Sache, dass mich nicht dahin geführt hat. Hm. Wenn zum Beispiel, wenn meine Frau Sex will haben, dann sagt er, nein, ich habe keine Lust, bla bla bla. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2. Ja. Wie ist denn sonst dein Verhältnis zu deiner Frau? Nicht blendend. Auch nicht blendend? Nein. Also eigentlich würdest du sagen, ist die Ehe kaputt? Fast. Wir waren schon mal auseinander. Mhm. Wegen meinen Kindern bin ich zurückgekommen. Wie alt sind die Kinder? Eine ist 14 und Tochter ist 9. Ja. Mhm. Streitet er viel zu Hause? Ja, ziemlich sogar. Deswegen habe ich ja jetzt fast ein halbes Jahr, ich sage, mache ich keinen Streit mehr. Wenn ich streite, dann gehe ich von zu Hause immer ab. Hast du deine Frau schon mal geschlagen? Nein. Ja, warum trennst du dich nicht von deiner Frau, Peter? Ja, wegen meinen Kindern. Aber das, was die Kinder jetzt da haben und erleben, ist ja nur auch nicht schön. Ja, ist auch nicht schön. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht, weil ich stehe zu meinen Kindern. Ja, das ist ja auch sehr richtig. Ja, wenn ich aus bin mit meinen Kindern, dann, ich sag, auf Deutsch gesagt, werde ich nicht so viel lange leben, weil ich mag meine Kinder, ich stehe zu denen. Ja, das ist ja auch gut. Ja, aber die Kinder haben ja auch kein schönes, kein friedliches Zuhause. Ja, die, die merken das ja, dass zwischen euch irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Ja, die merken das auch. Die schreien und sagen, Papa, warum schreit ihr immer jeden Tag? Wir haben keine Lust. Genau.
Das heißt, ich glaube, dass das für die Kinder auf Dauer belastender ist, in so einer kaputten Ehe mit in der Familie zu sein, als wenn die Eheleute die Stärke aufbringen und sagen, wir trennen uns, aber wir trennen uns friedlich. Und jeder kümmert sich, so wie sich das dann gehört, auch um die Kinder. Ich glaube, dass das die bessere Lösung ist für alle. Ja, ich habe ja das versucht. Ich wollte scheiden lassen. Die wollte das nicht. Dann sagt er, bevor meine Schulden nicht alle weg sind, gehst du nicht auf Scheiden. Wäre denn deine Frau dazu bereit, mal in eine Eheberatung mit dir zu gehen? Nee, glaube ich nicht. Nie im Leben. Wärst du dazu denn bereit? Ich hab schon mal mit ihm angesprochen, ja? Dass wir haben ein dicker Problem, wir kommen nicht zusammen nicht klar. Ja? Er geht nicht kaputt, ich verstehe mit dem so nicht ganz gut. Ja, sagte, so muss leben, schafft dir eine Freundin oder sowas. Das hat sie gesagt? Ja, dann sagt er, wie du klarkommst, aber mit mir kriegst du keinen Sex. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Ja, wenn deine Frau nicht mit dir zu einer Eheberatung geht, ja, dann würde ich dir vorschlagen, weil wir können das ja jetzt nicht so ganz ausführlich hier besprechen alles, ich dir vorschlagen, dass du alleine zu einer Eheberatung gehst. Das wäre nicht schlecht. Das finde ich sehr gut, damit du einen kompetenten Ansprechpartner hast und alles in Ruhe besprechen kannst. Und ich würde dir gerne jetzt eine Telefonnummer und eine Adresse in deiner Gegend gleich geben. Ja. Bist du einverstanden? Das wäre nett von dir. Gut, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute, Peter. Jo, danke. Tschüss. Die Heidi ist hier und die Heidi ist wie alt? 45. Hallo Heidi. Hallo Jürgen. Heidi. Ja. Grüße dich. Grüße dich auch. Um was geht's denn bei dir, Heidi? Oh ja, weiß ich jetzt gar nicht. Aber nach so vielen Problemen da jetzt und vor allen Dingen so schlimmen Sachen, die ich jetzt schon gehört habe, weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Fang einfach an. Ich fange an. Hier kann man alles hintereinander erzählen. Da ist das eine und das andere. Es ist völlig egal. Aha. Leg los. Ja, schön. Ja, ich habe das Problem, ich bin seit 2 Jahren verheiratet, seit knapp 4 Jahren mit dem Mann zusammen. Ja. Und ich habe das Problem Sex. Er mag einfach nicht mit mir schlafen. Wie lange schon nicht mehr? Ich weiß nicht, ob ich das nicht schuld bin, weil ich bin so... erzogen, ja, ich bin 1958 geboren, weißt du? Und da bin ich so erzogen worden, ist nicht, geht nicht, macht man nicht und tut man nicht. Ne? Und ja, als ich ihn kennenlernte, wusste ich nicht, dass er verheiratet ist. Ja. Als ich dann schon in ihn verliebt war, habe ich es gehört, war ich bereit, mich zu trennen, aber... wo die Liebe hinfällt und außerdem... Lass uns mal nicht so weit ausholen. Erzähl mir mal, seit wann das mit dem Sex nicht mehr läuft bei euch. Ihr seid 2 Jahre verheiratet. Seit wann läuft es nicht mehr? Ja. Da ruft jemand an. Das lief eigentlich noch nie. Ach, das lief noch nie? Nein. Nein, nein. Und das sage ich ja, deswegen vermute ich, dass ich das ja schuld bin, weil ich ja so... eigentlich eine Landpomeranze, also weil ich ja so... altmodisch bin. Aber er hat Versuche unternommen, mit dir zu schlafen. Nein, 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 nein. Ja, gut, aber warum bist du dann schuld, wenn er auch keine Versuche unternimmt? Er hat dich nie angemacht. Nein. Das heißt, ihr seid auch gar nicht zärtlich miteinander? Doch, doch. Knutschen. Knutschen. Knutschen, ja. Jetzt frage ich mal ganz krass. Ihr seid 2 Jahre verheiratet, ihr seid 4 Jahre kennt ihr euch schon, mehr oder weniger zusammen? Zusammen leben wir schon. Wie viel Mal habt ihr denn in dieser ganzen Zeit miteinander geschlafen? Ja, wenn man das so nennen möchte, 5-6 Mal oder so, aber ganz kurz, so mal ebenso antesten, ja. Mal schnell, die schnelle Nummer. Ja, aber... nicht mal die Nummer? Nee, noch nicht mal. Das ist wirklich wenig. Mhm. Also knutschen tut ihr. Wie ist das denn so? Geht ihr da auch zärtlich miteinander um? Kuschelt ihr? Nein, auch nein, nicht? Nein, nein, gar nichts mehr, gar nichts mehr. Warum findest du ihn nicht attraktiv? Nicht, doch. Doch? Ja. Und warum streichelst du ihn nicht schon mal?
habe ich doch alles getan. Und wie reagiert er darauf? Ja, gar nicht. Also er liegt dann da wie ein Stück Brot und... Er lässt sich das schon so gefallen, den Oralsex lässt er sich gefallen. Ach so, das machst du dann schon mal bei ihm. Oder hast du schon mal gemacht? Ja, klar. Mhm. Ich, ja. Ja, siehst du, so verklemmt bist du dann nicht. Nein. Na. Das weiß ich von meinem Ex-Mann. Der hat gesagt, ich wäre frigide und so. Aber von dem bin ich seit über 20 Jahren geschieden. Ja. Nein, nein, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, ja, ich bin eben so. Also, obwohl ich in Duisburg geboren bin. Ja. Trotzdem halt so altmodisch erzogen. Ja, ne? Gut, was und heißt altmodisch? Ohne Liebe geht nichts. Ne? Aber da ist ja Liebe. Da ist Liebe. Nur die stirbt jetzt so langsam und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll. So, da ist jetzt nicht nur, du beklagst nicht nur die fehlende Sexualität, sondern du sagst sogar, das ist ja ein harter Ausdruck, du sagst, da stirbt die Liebe. Mhm, das heißt, genau. Du hast Angst, dass alles andere auch den Bach runtergeht. Ja, ja. Also habt ihr aber handfeste Probleme, Heidi. Ja, weil der macht ja gar nichts. Der geht nicht arbeiten. Mhm. Der kümmert sich um überhaupt nichts. Also gar nicht mal nicht. Natürlich fehlt mir der Sex jetzt seit 3,5 Jahren. Seit 4 Jahren sind wir zusammen. Aber es ist ja jetzt auch nicht nur ein Problem der Sexualität, sondern ein Problem offensichtlich, was alles, was weiterreicht. Mhm, ne? Redet ihr denn darüber? Sprichst du es aus? Ich sage das, ja. Und er... Reagiert er nicht drauf? Ihn interessiert das nicht, ne. Hat er denn nicht Angst, dass er dich vielleicht verlieren könnte? Anscheinend nicht. Der denkt, die habe ich im Sack und das läuft alles schon irgendwie. Ja, ja. Er ist 6 Jahre älter, also er ist 51. Mhm. Und du bist unzufrieden, ich ne? Nicht. Du bist unzufrieden. Ja, mir fehlt was. Mhm. Vor allen Dingen bin ich jetzt seit einem halben Jahr arbeitslos. Mhm. Das ist dann noch schlimmer, da habe ich halt nur den Haushalt und ihn. Und hast du ihm denn, vielleicht bist du noch nicht klar genug ihm gegenüber, Heidi. Vielleicht ist dem noch nicht klar genug, wie sehr du darunter leidest und welche Gefahr da über ihm schwebt. Die Gefahr nämlich, dass ihr euch trennen würdet, eventuell wieder. Ich glaube schon. Meinst du, das wäre dem auch egal? Ja. Oh, das ist natürlich kein Kompliment für dich. Nein, und da leide ich drunter. Du meinst tatsächlich, dass der so innerlich denkt, na okay, wenn sie geht, dann geht sie halt. Mhm. Oh, dann sollte es aber wirklich bald gehen. Wenn das wirklich so ist, dann ist aber wirklich alles kaputt da. Da ist die Liebe nicht am Sterben, sondern die ist mausetot. Tot geboren. Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber das klingt aber sehr, sehr schlimm. Ja. Und auf die Dauer ja auch wirklich sehr, sehr frustrierend und zermürbend für dich und auch demütigend für dich, ne? Mhm. Erstens demütigend und zweitens sehr zermürbend, weil ich warte jetzt wieder jeden Tag auf einen Anruf, dass ich da jetzt wieder die neue Anstellung bekomme. Mhm. Der denkt überhaupt nicht dran zu arbeiten. Nein, das ist aber auch wegen Herzinfarkt und Schuppenflechte und Bandscheibenvorfall und die ganzen Krankheiten, die er hat mit seinen 51. Mhm. Und das ist ja auch okay, da beschwere ich mich ja auch gar nicht drüber. Streitet ihr tagsüber? Ich gehe arbeiten, das ist ja kein Problem, aber... Habt ihr euch auch viel in den Haaren? Bitte? Habt ihr euch auch viel und oft in den Haaren? Nee, eigentlich gar nicht. Es ist alles irgendwie tot, ne? Ja. Es lebt sich so dahin und es ist irgendwie... Mensch, Heidi, hast du Mumm in Knochen? Hast du den Mut zu sagen, ich gehe? Ich weiß nicht. Ich würde es dir raten, nach dem, was ich jetzt schon gehört habe. Das klingt wirklich für einen Außenstehenden, der das jetzt zum ersten Mal hört, klingt sehr erschütternd, finde ich. Sodass ich dann nur sage, geh raus, Heidi, wenn du es schaffst. Wenn nichts mehr zu retten ist, dann geh raus. Du bist doch erst 45, Mensch, das ist doch kein Alter. Mhm. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Wir können dich aber gerne nochmal anrufen, wenn du möchtest. Mhm. Ja, gerne. So machen wir das, dann leg du bitte auf. Ja. Tschüss, okay, Heidi. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Gudrun Hausen, Volker Tarke, Christian Part, Florian Jocham,
Heinrich Danzig und Johannes Brachthäuser. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1 Uhr hier im Radio bei uns live und im Fernsehen. Und ihr könnt natürlich auch am Wochenende schon, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, wenn ihr nächste Woche mit mir sprechen wollt, könnt ihr auch mailen unter domian@wdr.de. Und ab 0 Uhr sind unsere Leitungen dann Montag geschaltet. Um 1 sind wir im Radio und im Fernsehen. Schönes Wochenende. Gutes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.